Da sind wir wieder zurück auf Deponia, beziehungsweise auf dem Kutter von Boso. Und ja, als erstes schauen wir erstmal, ob ich jetzt das richtig eingestellt habe, ob Poki jetzt ein bisschen lauter ist. Dieser Raum kommt uns ja schön bekannt vor, schon aus dem ersten Teil. Wir sind auf der Brücke von Bosos Kutter. Wir haben am schwimmenden Schwarzmarkt angelegt und... Was kann ich dazu sagen, zu diesem Raum, was ich noch nicht gesagt habe? Unter anderem vielleicht... Oh, doch, ja. Jetzt fällt mir schon was ein. Und zwar, da habe ich diese Intro-Cutszene mal selbst geskriptet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist ja immer einer der letzten Arbeitsschritte, die wir machen, ist tatsächlich, die ganzen Szenen zu inszenieren. Also von der Reihenfolge her wird natürlich erstmal das gesamte Spiel sehr dummy-artig geskriptet, dann sind die meisten Grafiken noch nicht entstanden, dann kommen halt die Hintergründe dazu, dann werden auf die Hintergründe die Figuren animiert, also die ganzen Spezialanimationen, die halt in einem Raum stattfinden. Das ist ja eine Heidenarbeit, wenn man halt alles per Hand quasi Frame by Frame zeichnen muss und nicht einfach sagen kann, so Charakter, du machst jetzt das und das. Wie es bei 3D ja so einfach geht. So einfach ist es natürlich dann doch wieder nicht. Aber im 2D kann man halt eben sehr wenige Sachen wiederverwenden, die eben auf die Hintergründe angepasst sind. Deswegen haben wir bei sehr vielen, also bei eigentlich fast allen Räumen, einen ganzen Batzen an Spezialanimationen, die wir halt nicht wiederverwenden können. Aber es gibt eben auch sehr viele Sachen, die wir wiederverwenden können, die halt an den Charakter gekoppelt sind. Das sind Gesichtsausdrücke. Und das sind Gesten, wie zum Beispiel dieses Strecken, wenn er morgens aufsteht. Das kommt halt aus seiner Idle zum Beispiel. Das kann man dann halt immer wieder verwenden, wenn er mal tatsächlich auch gähnen und sich strecken soll. Oder das Umgucken, wenn er halt herausfindet, so, oh, wo sind denn die anderen? Dann geht er nach vorne. Und dann haben wir halt auch einen ganzen Vorrat an Animationen für Close-Ups mittlerweile. Und ja, das ist das Schöne eigentlich an einem Spiel, das wir in drei Teile teilen, dass wir halt nach hinten raus immer mehr von diesen Standardanimationen parat haben, um Sachen zu animieren, ohne halt tatsächlich extra Animationen anzufertigen, die wir uns gar nicht leisten könnten. Ja, ich entwickle da immer einen großen Spaß dran, zum Beispiel diese Close-Up-Szene, wo Rufus den Brief liest, die ist natürlich zusammengebastelt aus anderen Close-Ups von Rufus. Und da gehe ich dann immer sogar noch grafisch ran und zerschneide die und mache halt nochmal andere Gesichtsausdrücke, die für ihn gar nicht gedacht waren und so weiter. Und dann haben wir sie halt einmal für spätere Sachen. Also das macht mir großen Spaß, das Inszenieren. Und gerade bei Deponia wurde es nach hinten raus, im dritten Teil war es einfach eine große Wonne, weil er bis dahin quasi gelernt hatte, glaube insgesamt waren es um die 20 unterschiedliche Emotionen zu haben. Genervt oder halt irgendwie gelangweilt. So angriffslustig, böse und fröhlich, albern, alles Mögliche eben. Ja, je mehr sich da anhäufte, umso mehr hat es halt auch Spaß gemacht, eben diesen wunderschönen Arbeitsschritt und eben einen der letzten Arbeitsschritte, weil es eben quasi nur das Schönmachen, das Polishen ist, und zwar die Figur zu inszenieren. Hervorragend. Ja, diese Close-Up-Szene hatten wir ja noch beim letzten Stream, beziehungsweise in der letzten Folge gehabt. Am Ende. Und ja, dann legen wir doch jetzt mal los. So, haben wir hier noch irgendwas? Das wir noch nicht. Okay, dann hier war doch gerade was. Ah, da. Bei mir ist es so schön, sind so schlau. Wo ist das Handtuch? Wer man bis weit geht. Ich hab wieder kein Handtuch geholt. And shower to the left, and shower to the right. And don't forget the hope. One more time. Vielleicht hat Rufus ja ein Handtuch. Ich mal gucken. Nee, leider nicht. Ich habe Randy noch nie besiegt gesehen. Er wurde schon besiegt, schon mehrfach sogar. Aber dann warst du vielleicht nicht dabei. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Können wir das Radar auch benutzen? Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Mit dem Radar ja auch das ganze Schiff bewegen kann. Ja gut, sonst scheint hier ja doch ein Mülleimer.
Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Kann sagen. Glitschig. Ist das eklig. Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Wirklich? Wie kommt der hier hin? Wir haben den in diesem Kabelschacht gelassen. Außerdem war er voll mit Phosphor. Und den anderen, den allerersten, den haben wir gegessen. Was? Das ist doch nicht derselbe. Der ist doch noch gut. Naja, wir gehen mal in den Hafen. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und? Tonis Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Ach so, wir können über den Stadtplan dann quasi jetzt da hinlaufen, oder was? Industriegebiet? Okay, ich möchte aber tatsächlich, Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Richtig. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Okay, schade, ich wollte mich eigentlich erst nochmal umblicken. Ja gut, dann gehen wir natürlich zum Industriegebiet. So, Airbag-Kiste. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Können wir den nicht mitnehmen? Fragezeichentür. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Das ist natürlich wieder klar. Ob wir wohl hier einen Generalschlüssel brennen können? Nehmen wir mal den Fisch braten. Ich kann später noch grillen, auf den glühenden Trümmern des Organon. Hey, das sollte ich mir für meine Siegesansprache merken. Der Groove. Ist das Peter und Bob? What? Die Justus, Peter und Bob. Wo? So, haben wir die eine weitere Karte? Ich finde das hier. Was ist das? Worauf? Hier sind die immer Löcher drin. Wozu? Naja. Ein Ei im Schornstein. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ich hab mich da vertan. Ich hab da mal so ein Ei reingelegt, weil... Kommen wir da überhaupt hin? Sieht so aus. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Ich rühre grundsätzlich... Ja, gut. Genau. Noch ein Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Eins kann es nicht sein, es ist nicht grün. So, dann gehe ich mal davon aus, dass das die Tür nach drinnen ist zu Doc. Runter.
eine Orgel bzw. Rauchzeichen. Achso, die drei Fragezeichen. Oh Gott. Wirklich. Isolierband. Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Trotzdem mitnehmen. Kurbel Nummer 3. Wollte ich ja nur gesagt haben. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Farbe. Ausgerechnet weiß. Der Spielverderber unter den Farben. Grün wäre auf jeden Fall auch besser gewesen. Ein Stock. Dort steht ein Wachhund. Hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Cleaver Bite. Vor allen Dingen, ja. Sind wir jetzt hier in Wolfenstein oder was? Haben wir noch was, außer den Hund? Nee. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss das sehr bitten. Mein Name ist Cleverbite. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefasel, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Pff. Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimi, überlegen, mimi. Ich werde ja schon zeigen, wer hier überlegen ist. Mimi. Was soll das denn jetzt? Will ist einfach zu jung und hatte eine lausige Kindheit? Nee. Ich hab noch alle Folgen, die bis das aufhörte, dass die auf Kassette kommen, habe ich noch auf Kassette hier neben mir im Schrank von 3 Fragezeichen. Und zwar jede, durchnummeriert, von 1 durch. Also. Es ist schattig, deswegen sieht man die Farbe nicht vom Nest. Du mich auch, ey. Beim rechten Regal oben auf der linken Seite ist ein Papierfetzen. Klick mal drauf. Ich muss erstmal den Dialog hier beenden. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Nee, ich wollte die Dialoge schon noch mitnehmen. Platz! Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz! Bravo! Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klacks. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zeigst du es mir dann nicht einfach? Es
Geht auch im Dialog. Ich habe vor allem dieses Stück Papier noch gar nicht gesehen. Beim rechten Regal oben auf der linken Seite, das Stück hier, ne? Lässt du mich bitte herein? Das klingt schon besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch. Kann das sein, dass wir den einfach hart zum Lachen bringen müssen, damit er sich quasi selber irgendwie so einen Kurzschluss verpasst oder sowas? Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Ach du Mieser. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Okay. Das ging also nicht im Dialog. Wir haben jetzt also irgendein Papierfetzen, der aber auch nicht im Inventar ist, eingesammelt. Okay. Das ist so kleine versteckte Collectibles einfach. So, wir versuchen jetzt mal... Hier noch einen Köder, ne? Mal sehen, ob der immer noch lacht, wenn ich ihm sein blödes Blechmaul gestopft habe. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Doch, das Stückchen. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stückchen. Was ist? Hol das Stückchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stückchen. Nein. Du holst jetzt das Stückchen, aber pronto. Wenn du das Stückchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass ich dich dann vielleicht sogar durch. Im Menü ist ein Puzzle. Es gibt, glaube ich, 12 Stück in Deponia 2. Im Menü... Ist noch Kapitelübersicht? Extras? Puzzle. Ah, okay. Ja. Sicher. Können wir warte mal. Können wir das mit der Klebeseite irgendwie nach oben dran so dran wickeln? Na los, ich habe gerade ein Stückchen geworfen. Der Zunge dran hängen bleibt, weil er leckt. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Möb, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr. Es geht also. Isolierter Stock. Lampe? Jens hat doch hier gerade irgendwie... Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. So. Jetzt leck noch mal bitte.
Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Wie so ein Laserschwert. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Nein, tu's nicht. Oh, Junge! Ich werd nicht mehr! Oh, Junge! Klarer Fall von Gehirnschlag. Docs Ersatzteilladen ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um einmal zu versuchen zu erklären, wie ich... Spoiler. Okay, dann mache ich wieder aus. Gut. Dann will ich wieder einmal draufklicken, dann noch direkt zum Spoiler, ne? So, meine Uhr. Elektroden. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Klar. Ob da wohl Saft drauf ist? Fass doch mal dran. Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein! Okay, das gehört, die Kabel gehören auch zu den Elektroden anscheinend. Die Uhr. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Magen gibt endlich Ruhe. Eine Runde zum Aufwachen. Viel Spaß, Turbo. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Haben wir noch? Die beiden Sachen. Gut, gehen wir mal hier durch. Lass den Poki da mal quatschen, wenn wir hier schon vielleicht ein zweites, drittes Mal verlangen kommen. Hey Doc, Rufus. Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Bozo suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Niveau. Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Bozo sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Schön mit dem Sägeblatt hier. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Nee, bestimmt nicht. Ach, Unsinn. Goal? Goal! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe, so viel steht mal fest. Quatschen, glaube ich, trotzdem nochmal mit Doc. Eine Tiefkühltruhe und einen Schalter. Wie mal so ein Hai vorbeischwimmt. Schraubenzieher. Oh, der wird bestimmt noch nützlich. Wir sprechen erstmal mit Doc. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Lass sie einfach auf meinen Aber achte ja. Okay, er sagt sonst nichts weiter mehr. Dann gehen wir doch mal zur Tiefkühltruhe.
Können wir anscheinend nur auf und zu machen. Ach, dann lassen wir die einfach mal offen stehen, so wie man das halt macht, ne? Schalter. Okay, da ist jetzt also Eis drin anscheinend. Naja, gut. Wir nehmen den Schraubenzieher natürlich auch mit. Oder meckert Doc dann? Nein? Hier noch Schubladen. Aha. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Ist ja... Ist ja... Gut. Klappt also nicht. Sonst, ja, gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Die wird immer ohnmächtig vor Rufus' Schönheit. So. Wir haben erstmal seinen Hund. Hey, du! Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast da etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Lange einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Gute Frage. So. Gut, die anderen Sachen haben wir alle schon geschaut. Dann gehen wir mal hier lang. Das wird noch so geil. Ich grinse mir jetzt schon ein, wenn ich denke, was gleich auch noch alles kommt. Holy shit, sind hier viele Leute. Der Apotheker, Alter. Vor allem der blinde Apotheker. Ernsthaft? Der weiß auf jeden Fall immer, was er zusammen mixt, ey. So, wir haben die Karte. Wir können zum Apotheker hoch. Alter. Gehen wir doch erstmal hier hin. Ich weiß, wir haben zwar anderes zu tun, aber... Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Okay, wir können also hier am Rohr irgendwas umstellen. Ich lass das jetzt... Ich lasse es jetzt nochmal so standardmäßig so stehen, das wird bestimmt noch wichtig. Cool! Eine frei zugängliche Tonne mit abgelaufenen Medikamenten. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Vergammelte Pillen, nice. Super. In dem Screen ist auch ein Puzzlestück. Oh, Scheiße, ey. Ist das hier? Alter, wie soll man das denn finden?